بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Hijabverbot am Arbeitsplatz, keine Arbeit für Musliminnen, Arbeitgeber verbieten den Hijab, so und so ähnlich die Reaktion zum gestrigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass es Arbeitgebern ermöglicht, den Hijab am Arbeitsplatz zu verbieten. Dieser Entscheid stellt für uns Musliminnen eine weitere Hürde dar, uns in der Arbeitswelt zu integrieren und erschwert uns diese berufliche Selbstverwirklichung. Kein Zweifel. Doch ist es wirklich etwas Neues? Wir wurden in den letzten Jahren wiederholt mit solchen Entscheiden konfrontiert. Sei es das Minarettverbot in der Schweiz, Hijabverbot an Schulen in Frankreich, Niqabverbot auf öffentlichem Grund in mehreren Ländern und die Liste der Einschränkungen ist noch lange. Wo war da die Empörung? In Frankreich werden Mädchen, Frauen, unsere Schwestern nicht nur von ihrem Arbeitsplatz vertrieben, sondern bereits in der Schule daran gehindert, ihren Hijab zu tragen. Wer für den Niqab einsteht, wird gleich komplett von der Straße und aus dem öffentlichen Leben verbannt. In beiden Fällen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem französischen Staat grünes Licht erteilt. Und dies liegt schon Jahre zurück. Haben wir uns bereits damit abgefunden? Oder empören wir uns nur, wenn es uns direkt selbst betrifft? Wir müssen aufwachen, denn Islamophobie betrifft uns alle. Wenn wir erst aktiv werden, wenn es uns persönlich betrifft, können wir nur noch reagieren. Wir müssen aber vorausdenkend agieren, um gemeinsam eine starke Front aufzubauen. Gerade an diesem Urteil lässt sich unser aller Versagen gut aufzeigen. Wir ließen es zu, dass unsere Kontrahenten den Hijab schrittweise als ein religiöses Symbol diskursiv stabilisierten. Bereits vor Jahren wurde explizit darauf hingearbeitet, den Hijab als religiöses Symbol in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern. Wir erinnern uns daran, dass sogar Vertreter islamischer Organisationen begannen, diesen Begriff zu verwenden. Doch dies ist verheerend. Gibt es doch für einen Christen in keiner Weise die Pflicht, ein Kreuz zu tragen? Das Kreuz ist lediglich ein Symbol, durch welches er seine Zugehörigkeit zum Christentum bekundet. Nicht so der Hijab. Er ist kein religiöses Symbol, sondern fester Bestandteil des islamischen Kultus. Eine Muslima, die ihr Leben im Einklang mit den religiösen Normen gestalten möchte, kann den Hijab nicht einfach mal ablegen, ohne damit auch ein Teil des Islams abzulegen. Und nun wird der Hijab erneut vom Europäischen Gerichtshof mit dem Kreuz und allen anderen möglichen Symbolen auf eine Ebene gestellt, da ein alleiniges Verbot des Hijabs diskriminierend wäre. Dies ist nur möglich, weil wir geschwiegen haben. Im vorliegenden Fall ging es um ein Verdikt, welches die Privatwirtschaft betrifft. Jedem Arbeitgeber soll es demnach freigestellt bleiben, ob er eine Frau mit Hijab einstellen möchte oder nicht. Beziehungsweise, wenn er sich denn gegen die Frau im Hijab entscheidet, müsste er gemäß Urteil religiöse und politische Symbole aller Art verbieten. Lange dürfte es jedoch nicht gehen, bis klar wird, dass sich das Urteil in der Praxis vornehmlich gegen Musliminnen richten wird. Immerhin bleibt zum Trost Spielraum für weltoffene Unternehmungen, ein Zeichen gegen die Intoleranz zu setzen und auch bei Musliminnen den Leistungsausweis als Maßstab für die Eignung als Mitarbeiterin heranzuziehen und nicht bloß das Kopftuch. Noch gravierender sind jene Einschränkungen, die Mitarbeiterinnen oder Schülerinnen in staatlichen Institutionen betreffen. Jene können in der Regel nicht ausweichen. Gleiches gilt aber auch für die Kundschaft. Sie kann keinen anderen Dienstleister wählen. Umso wichtiger ist es, dass der Staat seinen Charakter als religionsneutrale Körperschaft nicht als religionsfrei oder wie in Frankreich gar als laizistisch missinterpretiert. Der religionsneutrale Staat soll sich nicht selbst zu einem Richter über das Weltanschauliche machen, jedoch seinen Mitarbeitern und Bürgern die Freiheit lassen, sich selbst frei entfalten zu können. Dies ist heute in Frankreich offenkundig nicht mehr gegeben. Hijab wie Niqab sind die ersten Opfer einer neuen Welle popularisierter Intoleranz in Europa. Zweifelsfrei ist der Islam als Ganzes Zielscheibe. Die Situation erfordert von uns Muslimen ein bisher nicht dagewesenes Maß an individuellem Verantwortungsbewusstsein, aktiven Handeln und Zusammenhalt.
So wurde überliefert, dass der Prophet Mohammed salam sagte: Der wahre Gläubige steht dem anderen Gläubigen bei, als wären sie ein festgefügter Bau. Jeder Teil hält und verstärkt den anderen. Und dies verdeutlichte er, indem er seine Finger ineinander kreuzte. In diesem Sinne, wir müssen gemeinsam aufstehen, nicht nur wenn es uns selbst betrifft, sondern prinzipiell für unseren Dien, für den Islam. Allah segne euch, Allah segne die islamische Gemeinschaft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.